Hi Leute und willkommen zurück zu Age of Empires 4. Wir starten die nächste Schlacht. Es klang noch eine Entscheidungsschlacht. Und das gucken wir uns doch mal direkt an. So. Um die Normandie einzugliedern und seinen Bruder Herzog Robert einzukerkern, belagerte König Heinrich die Burg von Tanchebray. Doch der direkte Angriff auf die gewaltige Steinburg scheiterte. Da er die hohen Mauern nicht durchbrechen konnte, entwarf der König einen neuen Plan, um seinen Bruder gefangen zu nehmen. Oh, es wird so eine Schlacht. Heinrich würde Robert zwingen, sein Land zu verteidigen, indem er die Dörfer Martigny und Fresnes verwüstete. So, hier ist erstmal die Gruppe 1. Und Bogenschützen sind 2. Oh, Moment. Die sind auch dabei. So, ihr seid Gruppe 1. So, Speer. Der kann erstmal vorgehen. So ein bisschen. Vielleicht kriegen wir sogar ein Dörfchen. Oder zwei. So, dann holen wir uns doch erstmal das erste Dorf hier. So, das Dorfzentrum dürfen wir nicht zerstören. So, Angriff. Um Robert aus seiner Festung zu treiben, würden Heinrichs Männer das Dorf bis auf die Grundmauern niederbrennen. Bis auf die Grundmauern? Och, Mann, ich will das Dorf haben. Oh nein, erster Krieger. Oh, die Schatztruhen. Nice. So, darüber. Geht darauf. So, sehr schön. So, jetzt haben wir ein bisschen Gold. Ist ja gar nichts, nur 100. Toll. Ups, nein. So, ich ein paar Bogenschützen auf der, ich habe nicht so viele. Ist okay. Ist ja besser gewesen, als zu erobern, aber ist okay. So, das haben wir weg. Haben wir das erste Dorf schon mal platt gemacht. Gebäude in Mitgelände. Das Dorf Martigny war zerstört. Doch Robert kam nicht aus der Burg, um Heinrich entgegenzutreten. Heinrich musste den Einsatz erhöhen. Als nächstes nahm er das Dorf Fresnes ins Visier. Oh, er speichert. Mit genügend Gold würde Heinrich Verstärkung von Verbündeten aus der Gegend kaufen können. Aha. Infanterie, Bogenschützen. Elias von Main. Ich glaube, ich nehme gleich das. Wenn sie alle Gebäude nieder. So, wir haben 500 Gold, dann nehmen wir auch die Ritter gleich. Heinrich schickte Gold an seinen Verbündeten in Main und bekam dafür frische Kämpfer. Sehr geil. So. Das gefällt mir. So, Bogenschützen nach Sahin. Heinrich erhielt Nachricht, Robert habe ein neues Heer angefordert, um seine Stellung in der Burg zu verteidigen. Heinrich würde diese neuen Streitkräfte eliminieren müssen, bevor sie sich mit der Garnison von Tanchebray zusammenschließen konnten.
Ach du Schande, wie soll ich das denn machen? Hier. Linie, so. Hier stelle ich dahinter. Am besten auch. Lass ihn gleich aufstellen. So. Du hast noch eine Fähigkeit. Dass du Verteidigung aufbauen kannst. So. Ah, sehr schön. Sieht ja ganz gut aus. Jetzt würde ich aber nochmal Bogenschützen haben wollen. Im Austausch gegen Gold schickte Heinrichs Verbündeter in Bayeux Verstärker. Sehr nice. Mit der Vernichtung von Roberts herannahender Armee hatte Heinrich den Versuch seines Bruders, die Verteidigung der Burg zu verstärken, vereitelt. So, mach ihn fertig. Die anderen werden wir wohl nicht mehr kriegen. Naja. So, ihr beide, schließt euch mal den Reitern an. Bogenschützen. Haben auch wieder aufgestockt. Sehr geil. So, dann auf zur nächsten. Machen wir mal so. Oh ne, das ist dumm. Eine 3? Gab es nicht mal irgendwie was noch anderes? So eine Viereckformation oder so? Ah, ich bin jetzt schon bei 2 geschädigt. So. Dann machen wir es so. Ich würde es gerne irgendwie anders aufteilen, aber. Irgendwie weiß ich gerade nicht, wie ich das sonst machen kann. Position halten aus. So, Angriff. So, bei der Front angreifen. Ja, wir brauchen bald ein paar Nahkämpfer wieder. Oh, wir kommen vor. So, wir gucken mal da drauf. So, dann können wir wieder ein bisschen Nahkämpfer leisten. Ja, dann brauchen wir erstmal. Erstmal noch ein bisschen Geld. So, was haben wir mit? Wollen wir mehr Ritter? Die Ritter finde ich ja schon ziemlich nice. Ja, der Speer. Kann der noch irgendwas finden? Wenn der Rest irgendwie alles platt macht. Oh, warte. Verteidigen wir noch ein bisschen Gold. So, ja, das an. Ich kann mal einfach drüber rennen. Na egal, Angriff. Was extra separat anklicken muss. Wundert mich. So, was haben wir noch? Oh ne, gehst mal dahin. Wir könnten noch mehr Ritter, aber Ritter haben wir echt viele schon. Nee, da wird nichts mehr sein. Vielleicht da nochmal hin? Was steht denn hier noch? So. Sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Oh, jetzt haben wir irgendwas noch zerstört. Das Dorf Fren wurde durch Heinrichs Armee dem Erdboden gleichgemacht. So. Heinrichs Provokationen hatten sich bezahlt gemacht. Robert verließ endlich seine Burg
um sich seinem Bruder auf dem Schlachtfeld zu stellen. Wir sollten... Das hier kaufen. Und das hier nochmal. Da kam ein paar. Heinrich schickte Gold an seinen Verbündeten in der Bretagne und dieser schickte im Gegenzug Truppen, die seine Reihen verstärkten. So. Ja. Komm jetzt echt entgegen. Oh. So. Drei sammeln sich mal da. Wir auch. Es geht dahinter. Oh, hier haben wir noch Gold. Shit. Wo ist mein Speer? Kannst du schnell mitnehmen, ohne dass du stirbst? So. Ich verstärke nochmal Gruppe 1. Ach du Schande! So, dann... Ach du Schande, was macht denn da jetzt? So. So, Angriff. Oh, das rüber. Den kriegen wir doch, oder? So, Verteidigung mal anschalten. Dann müssen wir noch ein bisschen haben. So, ein Zingelding. Bunks hat sich gerade auch drauf. Er ist gefallen, sehr geil. So, beziehungsweise herzlich Robert und seine Armee. Ich dachte, er kommt in drei Wellen, weil das auf der Karte so aussah. Oder hat er einmal alles geschickt? König Heinrichs Taktik, Robert ins Freie zu locken, war aufgegangen. Heinrich nahm seinen Bruder gefangen und die Normandie gehörte ihm. Oh, das war eine relativ kurze Mission. Ich dachte, es geht jetzt irgendwie weiter, dass nicht noch irgendein Heini dazu tut und uns dann wieder angreift und wir die Burg jetzt verteidigen müssen, aber leider nein. So. Die Übernahme von Cayenne oder so. Als Heinrich der Erste versuchte, seinen Bruder die Normandie zu entreißen, brannte er Bayeux nieder und stürzte das Land in den Krieg. Aber die große Festung von Cayenne gewann er durch eine heimliche Abmachung mit ihrem Herrn für England. Mit ihren Herren für England. Okay. Heinrich war reich genug, um sich die Loyalität der Barone seines Bruders zu kaufen. Ein solcher Überläufer setzte die Herrscher von Cayenne gefangen und brachte sie zu Heinrich. Heinrich schlug seine Gefangenen einen Handel vor. Sie würden die Festung Cayenne kampflos aufgeben und im Gegenzug für den Verrat an ihren Herzog Länder und Reichtümer vom englischen König erhalten. Sie alle hatten das Schicksal von Bayeux nicht vergessen. Keiner lehnte ab. Cayenne wurde ein wichtiger Ausgangspunkt für Heinrichs Eroberung der Normandie. König Heinrich wusste den Brand von Bayeux für sich zu nutzen. Ja, gut. So, fortsetzen. Die Söhne Wilhelms hatten ihren langwährenden Streit über die Normandie entschieden. König Heinrich entriss seinem Bruder die Herrschaft über das Gebiet. Doch König Ludwig VI. Von Frankreich erkannte Heinrichs Erben nicht als zukünftigen Herzog der Normandie an. Heinrichs fragile Macht stand vor ihrer ersten großen Prüfung. Eine Invasion des französischen Königs. Die Schlacht von Bremoul.
Okay, gucken wir uns das auch mal direkt an. Also es sind noch ein paar Aufgaben, die wir bewältigen müssen. Weil wir kommen jetzt immer so stückweise voran. Also ich denke, wir haben... Also wenn es wirklich so eine Zeitleiste ist, die wir jetzt nach und nach abmachen und dann nicht Riesensprünge macht, dann haben wir gerade mal ein Drittel fertig. Kann sein, dass plötzlich irgendwas übersprungen wird und dann 1217 plötzlich ist. Das wäre ein bisschen doof. So, gucken wir uns das an. Ein schwelender Bauernhof im umkämpften Gebiet zwischen der Normandie und Frankreich verkündete den Beginn einer französischen Invasion. An der Spitze der riesigen Armee stand König Ludwig von Frankreich höchstpersönlich. Ein englischer Späher informierte unverzüglich König Heinrich von England, der noch unterwegs war, um seine Grenzen zu verteidigen. Als sie von der Bedrohung hörten, flohen die Dorfbewohner und Wachen aus ihren Siedlungen und suchten Schutz in der Festung Fleury. Halten Sie Franzosen auf. Kriegen wir hin, hoffe ich. Der wichtigste Befehl der englischen Streitkräfte in der Normandie lautete nun, die Stadt Fleury zu halten und auf König Heinrich zu warten. Nee, bin ich später mit. Gruppe 3 wieder. So, ihr seid jetzt 2 und ihr seid 1. Das sind gar nicht mal so viele Leute. Uff. Mal so. Nee, auch breit aufstellen. So. Kann der Quant den mit antun? Das soll ich alles einfach lassen? Auch als das Dorf Cressonville fiel, lag die Hoffnung der Engländer allein darin, Fleury bis zur Ankunft des Königs zu halten. Okay. Wird interessant, sag ich mal. Er hat gar nicht mal so wenig Einheiten. Ich werde die bestimmt hier nicht angreifen. Die rennen ja alle hier zurück schon, ne? Ja, die fliehen automatisch schon. So, was mit euch? Ich kann die auch eigentlich auch mal mit nach hinten nehmen. Könnt ihr hier Steine abbauen oder sowas? So, kann ich jetzt irgendwie noch einer produzieren hier? Marktplatz? Ja, kann ich. Dahin. Was? Achso. Ihr dahin. So. Bogenschützen. Was für eine Nahrung. Shit. Okay. So, ich werde die hier mal in die Türme packen. Bogenschützen. Hier rein. Braucht mehr Nahrung. So, geht mal darauf. Oh, lass die Leute in Ruhe. Lenkt sie ab. Die Bogenschützen müssen überleben. So, das fällt jetzt auch. Alter, sind das viele. Wow. So, Stellung halten. Sind die echt nicht durch, weil die im Weg stehen? Wow. So. In der Nahrung. So, wenn ich das wieder ausmache, wie stellen die sich dann auf? Ach, dann machen sie sich wieder so grüppchenmäßig. Ja, das ist gut. So, Stellung halten.
Ah, die habe ich jetzt eigentlich gerettet, aber ist nicht so schlimm. Das Ding einfach brennt. So, dann beenden wir erstmal hier den Part. Hoffen, dass wir dann irgendwie überleben können und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Die Stadt Granville fiel unter dem Ansturm der Franzosen und die Engländer wurden nach Fleury zurückgedrängt.